Seit 2007 setzt der Freistaat nicht mehr auf die Entwicklung einzelner Dörfer, sondern fördert die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene. Die Strategie einer integrierten ländlichen Entwicklung, kurz ILE, prägte die Förderperiode der EU zwischen 2007 und 2013. An diesen Erfolg soll angeknüpft werden. Ein Beispiel ist das Tor zum Erzgebirge Vision 2020. Alexandra Lorenz-Kunis ist nebenamtlich Koordinatorin dieser Förderregion. Die Lugauer Hauptamtsleiterin schätzt die vielen Chancen für die ländliche Entwicklung. Naja, die Region setzt natürlich auch auf die Privaten, auf Bürger, auf Vereine, auf Institutionen, die natürlich dort auch ihre Vorhaben einbringen können, Vorhaben, die vielleicht sonst nicht möglich wären und die aber im Interesse der Region sind und im Interesse unserer Kommunen hier, um einfach auch Gebäude zu erhalten oder Vorhaben voranzubringen zum Wohle unserer Bevölkerung. Zur Region gehören die ländlichen Ortsteile von Stolberg, Oelsnitz und Lugau sowie die Gemeinden Hohndorf, Niederwürschnitz, Niederdorf, Jahnsdorf und Neukirchen. Sie zusammen bilden das Tor zum Erzgebirge. Hier kann etwas getan werden. Nun ja, wenn wir bei den Bürgern sind, ist natürlich vor allen Dingen interessant die ländliche Bausubstanz. Also wir stellen uns vor, alte Bauerngehöfte, leerstehende ländliche Bausubstanz, die aber erhaltenswert ist. Die möchten wir gerne im Interesse unserer Region erhalten. Und die Eigentümer haben natürlich oft die Sorgen, wie können sie diese Gebäude erhalten. Und hier wollen wir helfen mit Fördermitteln beim Ausbau für Gewerbe, für Wohnungen oder auch zum Eigennutz, also für Wohnungen. Dazu wurde bereits der erste Aufruf veröffentlicht. Insgesamt stehen in der gesamten Förderperiode 6,8 Millionen Euro zur Verfügung, die aber nicht nur in Objekte fließen sollen. Wichtig ist uns natürlich auch die Infrastruktur. Auch hier können die Bürger Anträge stellen, auch im Hochwasserschutz, der uns, wie wir in den letzten Jahren gemerkt haben, sehr wichtig ist. Gibt es Fördervorhaben? Genauso natürlich auch im Landschaftsschutz und im Umweltschutz. Wichtig für die Vereine ist die Sicherung der Daseinsvorsorge, Projekte im Bereich des Sports oder auch im Bereich der Soziokultur und Bildung sind durchaus möglich. Schön wäre es auch, wenn wir Vorhaben haben, die die Alltagsmobilität, die Versorgung in den ländlichen Gebieten fördern würden und nachhaltig verbessern würden.